Hallo und herzlich willkommen zur hoffentlich letzten Folge von diesem Eingangstor meiner Zitadelle. Es ist Nacht, ich mache Tag und dann lege ich auch schon los und erstmal muss ich eine LAN-Welt erstellen, weil mir Minecraft wieder nicht erlaubt, das zu tun, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nämlich, dass wenn man im Creative Mode ist, entscheiden zu können, ob die Welt, ob in der Welt gecheatet werden darf oder nicht. Aber das lässt sich ja im Nachhinein leider nicht mehr entscheiden, was ein wenig behindert ist, wenn man bedenkt, dass die Welt eben schon älter ist als dieses behinderte Update, bei dem das alles eingeführt wurde. Und ja, ein Thema hatte ich sogar vorbereitet gehabt oder mir überlegt gehabt oder was auch immer, habe ich aber vergessen. Also, was das war. Dementsprechend rede ich jetzt einfach ja wieder ein bisschen Stuss, so wie ihr das kennt. Und hoffe, dass ihr mich das nicht allzu übel nehmt. Nämlich auch meine komische Deutsch. Und ich hoffe, dass ich das Ganze hier ohne World Edit in dieser Folge gebacken bekomme. Denn das ist gar nicht so einfach. Denn auf der anderen Seite soll eigentlich genau dasselbe stehen. Also nahezu. Aber das, ja, habe ja leider keinen Überblick auf die andere Seite und da muss ich dann immer hin und her fliegen, muss immer nachschauen. Das ist ein bisschen nervig. Mal gucken. War das so? Ja, soweit stimmt das Ganze und auf der anderen Seite auch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, und auf der anderen Seite wollte ich eigentlich so einen niedrigeren Heubogen bauen. Also nicht ganz so hoch wie diesen und nicht ganz so spitz, sondern etwas abgeflachter. Ihr werdet das gleich sehen. Weil ich... Oh, Entschuldigung. Ein bisschen Schluck auf gehabt. Weil ich das jetzt hier als erstes mal machen möchte. Und zwar... soll das Ganze hier... Also da soll man den Turm eben noch sehen können. Und dann soll das in etwa so aussehen. So. Nochmal nochmal Heublöcke. Und vielleicht so. So. Und dann wieder runter. So. Jetzt wieder zwei Heuballen rein. Wahrscheinlich muss ich das Heu nochmal ändern, denn leider ist die Heutextur im Default so fürchterlich, dass ich das einfach überhaupt nicht verwenden kann. Das sieht einfach nur grauenhaft aus. Das ist bedauerlicherweise so. Ich würde sagen, ich ziehe das noch etwas weiter vor und das andere etwas weiter zurück, damit die Struktur interessant bleibt. So. Man könnte auch noch einen Erker irgendwo ranhängen. Ich glaube, das mache ich hier drüben. Denn hier habe ich mir bislang für die Wand nur überhaupt nichts überlegt. Und das heißt, auf alle Fälle kommt an die Stelle hier ein Pfosten. Ey, so ein Pfosten, ey. So. Und jetzt kann ich mir nämlich überlegen, wie ich die Wand gestalten möchte. Ich muss mal kurz gucken auf der anderen Seite. Da hatte ich das so gelöst, dass ich da ein bisschen Fachwerk reingemacht habe. Moment, ich muss mal kurz das Mikro näher ranbringen an mich. So, ich fliege mal wieder rüber. Das heißt, ich schlag die ganzen Steinblöcke hier nochmal weg. Warum sind die überhaupt hier? Das hat doch... Das kommt irgendwie nicht ganz hin. Denn eigentlich, ah doch, 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 das macht sogar Sinn. Das heißt, das Heu auf... Ach doch, doch, das passt auch sogar vom Heudach. Na, dann ist doch alles happy. Dann habe ich davor einfach nur gefailt. So, machen wir ein bisschen Cobblestone hin. Und, ja. Genau, wie man schon sieht... fehle ich so stark, dass ich davon ausgehen kann, dass ich das nicht in einer Folge bauen kann. Denn allein, bis ich den Erker gebaut habe, mir überlegt habe, wie die Fassade hier auf dieser Seite aussieht, allein bis dahin ist wahrscheinlich schon die Hälfte der Zeit vergangen. So. Wenn ich jetzt hier einen Erker baue, dann muss der ja trotzdem für den Stock gelten. Das heißt, das Fenster muss trotzdem auf der Höhe sein. Heißt, im Prinzip müsste der Erker sozusagen schon hier so beginnen und dann irgendwie ein bisschen so sein. Also das muss quasi echt ein Mini-Erker sein. Dann kommt da ein bisschen Holz rein. Ein bisschen Cobblestone. Damit das auf beiden Seiten symmetrisch aussieht.
Und dann kommt wieder etwas Cobblestone drauf. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich hier das Dach konstruiere. Also ich mache das bei Erkern meistens nicht wie bei einem normalen Turm, dass man... also bei einem normalen Turm würde ich das jetzt so gestalten, dass das auf allen Seiten gleich aussieht. Und theoretisch müsste das ja hier anders sein. Aber bei einem Erker ist es einfach so, dass das nicht gut ausschaut. Meistens, oder es ist schwerer, dass es gut ausschaut. Und da ist es einfacher, oder es ist meistens besser, wenn man das jetzt hier nicht symmetrisch baut, sondern einfach so an die Wand klatscht. Denn dann hat das so eine Turmstruktur. Und ja, das wird man sowieso nicht erkennen, wenn man es nicht weiß, dass dieser Turm eigentlich keinen Sinn macht. Und bestimmt hat man das früher auch nicht anders gebaut, denn im Prinzip muss man ja gar keine symmetrische, also gar keine Spitze, die in alle Richtungen gleich aussieht, bauen. Da ja, da das ja eigentlich nur für einen richtigen Turm relevant ist. Naja, so. Erker, fertig. Eigentlich muss ich mich jetzt auch nicht so wirklich hetzen, denn schließlich... kommt es nicht darauf an, dass ich das schnell baue, sondern schön. Und wenn das dann eben noch eine Folge dauert, dann dauert es eben noch eine Folge. Dann ist das mit Wolfenwürflig Shorts vielleicht so ein bisschen gefailt, aber... naja, es ist immer noch kürzer als das letzte. Es war ja so ein Riesenprojekt. Das war einfach nicht das Richtige, denke ich. Das hat dann auch immer weniger Anklang gefunden, wobei es immer noch mehr Anklang gefunden hat als das, was ich jetzt mache. Zum Beispiel das Block Network, was eigentlich kein Mensch ansehen wollte, offensichtlich. Ja. So, mal gucken. Ich mache da jetzt so ein paar Treppen rein, die sehen gemütlich aus und zudem kann man dann hier hoch und kann auf die Zitadelle schauen, wobei das Haus ja ganz anders steht, also kann man das nicht, aber wen interessiert's? So, und jetzt mal gucken, wo die Mitte hier ist. Also, das war jetzt schon mal gefällt. Dieses Teil hier steht hier. Das heißt, es geht so hoch, dann geht es so nach außen und dann geht es noch ganz hoch. Oder habe ich das auf der anderen Seite anders gemacht? Muss ich nochmal gucken. Ja, genau, das schaut nämlich so aus. Es muss ja auch gar nicht auf einer Linie sein hiermit. Es soll nur etwas mehr auf der Linie sein als vorher. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt hier, habe ich da eine Mitte. Ich habe eine Zweiermitte, oder? 2, 2, 2. Gut, wenn ich jetzt eine Zweiermitte habe, dann... Klickt denn hier so komisch? Ist das der Regen? Ist das das Mikrofon? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat jetzt hier gerade so seltsam geklickt. Aber ich glaube, ich baue das jetzt hier mal anders auf der Seite. So. Und zwar baue ich ab hier das nach außen. So, Fenster muss hier sein. Das heißt, ich mache da einen Balken drunter, dann kann das Fenster da drüber. Und dann... tja, ja. Ich glaube, hier drunter... Moment, die Cobblestone-Reihe bleibt nicht. Ziehe ich so eine Reihe an solchen Zaungattern, denn die schauen immer, finde ich, ganz nice aus, wenn man die dahin platziert. Ich baue das jetzt hier auf der Seite ganz anders als auf der anderen. So, Zaungatter. Pipapo. So. Ah, jetzt öffne ich die alle. Mist. Dann setze ich die Steinblöcke da dran. So, der Zwischenbereich muss jetzt auch irgendwie interessant gestaltet werden. Wie könnte man das wiederum lösen? Ah, vielleicht... indem ich die da so einsperre. Und darunter nochmal so Holz setze.
Ist jetzt, finde ich, nicht optimal. Seht ihr bestimmt ähnlich. So, man kann ja in die Mitte noch... Ach nee, es gibt keine Mitte. Huch! Ach, da habe ich mal wieder gefailt. Ha! Das ist natürlich selbstverständlicherweise... Ja, genau. Mist! Dann verliere ich wiederum Zeit. Bau das hier nochmal ab. Schnell. Und baue hier das Holz hin. Und es wird wieder Nacht. Das heißt, ungefähr 9 Minuten dürften jetzt um sein. Das ist sehr interessant. Das heißt, es ist absolut zu vergessen, dass ich das jetzt in einer Folge gebacken bekomme. Mal überlegen. Was könnte ich jetzt hier reinsetzen? Irgendwas an bisschen Verzierung möchte ich da noch drin haben. Vielleicht einfach... Ich bin ja eigentlich eher Minimalist, muss man sagen. Also ich bin jetzt nicht der, der hier x Sachen reinhämmert, weil mir gefällt das persönlich gar nicht so. Ich finde das immer so gekünstelt. Manche Leute, die batschen an eine Fassade alles, was sie im Inventar haben. Das schaut dann natürlich vielleicht für den Laien ganz gut aus und sehr professionell. Aber ich persönlich finde irgendwie, dass es eigentlich... Man macht es sich damit sehr einfach. Ich finde, es schaut mäßig aus meistens. Ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, das Redact-Team. Es ist ganz nett, aber wenn man sich das genauer anschaut, das ist doch sehr einfach strukturiert. Das ist einfach nur... Die haben einfach nur so viel daran gehämmert, dass es dann halt wieder annehmbar ausschaut. Selbstverständlich. Das habe ich ja ganz klug gemacht, da. Da habe ich richtig viel Profil in die Wand gemacht. Aber das muss ja nicht auf beiden Seiten so extrem cool sein. Lieber baue ich es auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite scheiße. Das heißt, ich baue da was hin. So. So. Und so. Vielleicht etwas breiter werdend. Na, vielleicht mehr so. Dass der Giebel da auch hübsch ausschaut. Man muss natürlich sagen, auch ich baue zum Beispiel jetzt hier detaillierter, als man im Mittelalter gebaut hat. Also auch bei mir ist das eigentlich gekünstelt und nicht so wirklich, ja, wie es in echt war. Und ein bisschen mehr Detail als nötig tue ich natürlich auch dran klatschen, weil das dann einfach natürlich besser ausschaut und weil ich es mir natürlich auch einfach machen möchte. Aber es ist ein Unterschied, finde ich, ob man dann, also... Manchmal ist es einfach so wuchtig an Material, dass es nicht mehr feierlich. Ja, da. Das tue ich nicht. Da baue ich lieber so einfache Strukturen. Das liegt mir irgendwie eher. Die Blöcke kann ich jetzt auch mal wegschlagen. Dann haben wir hier ein schönes Dachgeschoss. Wunderschön, sehr gemütlich, vor allem mit Shader. Den ich ja jetzt wieder drin habe, da in der 1.6. Also ich habe das versucht zu installieren für die 1.6.2, hat nicht funktioniert. Dann kam die 1.6.4, dann habe ich versucht, das für die 1.6.4 zu installieren und was ist? Hat nicht funktioniert. Dann starte ich die 1.6.2 und was ist? Auf einmal funktioniert die, also die 1.6.2 funktioniert auf einmal mit Shader. Ich habe keine Idee, was passiert ist und wieso und überhaupt. Deal with it. Anders kann man es nicht sagen. Es ist einfach irgendwie... Minecraft ist manchmal creepy. Man weiß nicht, warum irgendwas funktioniert, wie es funktioniert. Und manchmal benutzt man zu viel Anglizismen in der deutschen Sprache. Das kommt dann auch sehr komisch. So. Und da habe ich doch auf der anderen Seite auch noch unten einen Kabelsaum. So. Schön. Jetzt müsste noch der Giebel dran. Also ich finde das natürlich jetzt nicht ganz so formschön wie auf der anderen Seite, muss man sagen. Liegt natürlich auch daran, dass noch ein bisschen was fehlt, aber es ist auch insgesamt natürlich nicht so gut geworden. Das ist bei mir häufiger so. Am Anfang ist noch die Motivation da, das sieht dann richtig gut aus und dann lässt das immer mehr nach. So. Mir haben auch welche geschrieben, dass ihnen das nicht so gefällt, auch mit dem Heu und so weiter und es sieht irgendwie instabil aus und es passt nicht zum Stein und keine Ahnung. Ja, also mir gefällt es eigentlich. Ist auch nicht. Es ist endlich mal wieder eins der Gebäude, die mir tatsächlich
die ich baue und die mir auch gefallen. Von daher lasse ich mich da jetzt gar nicht groß. Ich lasse mir das jetzt gar nicht hier ausreden. Diesen Baustil. So. Ja, Giebel müsste natürlich noch dran. Diese Seite mache ich dann auch noch. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Das dürften jetzt etwa 15 Minuten gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, finde ich, immerhin mal was in der Folge geschafft. Auch wenn es weniger ist, mal wieder, als ich dachte. Ich vermute, dass ich eigentlich viel zu viel Zeit mit Minecraft verbringe, wenn ich mir so anschaue an den Folgen, wie lange das Ganze dauert. Denn ich baue ja häufig auch größere Dinge und dann habe ich auch immer das Gefühl, ich habe nur eine Viertelstunde gebaut. Ja, dann sieht man, ein Haus braucht keine